So. Wir müssen in dieses Haus. Mal sehen, was es da gibt. Ich gucke erstmal hier so ein bisschen. Gibt es hier irgendwas für uns? Nö. Da liegt schon der Leichnam des Herrn. Servierplatte. Brauche ich das? Ich nehme es mal mit. Er braucht es ja nicht mehr, ne? So, untersuchen. Oh mein Gott. Oh. Das ist ja übel. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen. Mal seine Taschen durchsuchen. Was hat er denn? Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Ich hoffe, er meint die Hose. Vielleicht ist was in der Jacke. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Mhm. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Auch nicht. Wie wär's dann mit seinen Stiefeln? Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Nice. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Okay. Durchsuche die Hütte des Agenten mit Hilfe deiner Hexersinne. Mal sehen, was es hier gibt. Oh. Versteckst du etwa was hier unten, mein Freund? Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Eine Falltür. Die öffnen wir direkt mal. Aufgeschlossen. Okay, dafür war der Schlüssel. Das sieht sehr dunkel aus da drin. Wir klettern mal runter. Was hast du denn hier versteckt, mein Freund? Und was hast du hier? Ein Fläschchen. Klar. Dafür sind wir jetzt runtergekommen. Was ist das? Ein Flugblatt? Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Haben wir das nicht schon gelesen? Ich meine schon. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay. So, Moment. So. Okay. So, was haben wir hier noch? Außer das Blättchen hier haben wir hier noch was. 108 Kronen. Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Moment, ich mach mal gerade hier an. Hier ist gar nichts. Durchsuche die Hütte des Agenten. Ist die Aufgabe. Aber hier ist ja nichts mehr. Untersuchen. Man kann die Kerze untersuchen. Interessant. Raffiniert. Okay. Okay, okay. Und da haben wir noch eine Kiste drin. Mit einem Buch. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Dann zeig mal her, lieber Geralt. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkenes Schwein. Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Wir fangen mal oben an. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Na, wen meint er denn damit? Betrunkenes Schwein. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Kampf mit einer Hexe.
Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Okay. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Das ist nicht wirklich viel, ne? Begib dich zur Burg des Barons. Wir machen die Kerzen wieder aus, selbstverständlich. Okay. Und die Tochter des Barons wird vermisst. Vielleicht kann uns das irgendwie hilfreich sein, diese Information. Okay, neue Quest, Hexenjagd. Und noch eine neue Quest, Blutiger Baron. Was haben wir denn alles für Quests jetzt hier bekommen, Freunde? Also da ist ja wieder was dazugekommen. Blutiger Baron. Ja, das ist Level 6. Wir sind Level 5. Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr. Okay, interessant. Ein Schiff nach Skellige. Besuche Triss in ihrem Haus. Das machen wir alles noch. Aber jetzt noch nicht. Gewinnt. Ja. Der vermisste Bruder, Level 33. Alles klar, Mann. So, finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Katzenschule. 0 von 7. Erkunde die Passagen unter der Tempelinsel. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Es gibt auf jeden Fall sehr viel zu tun. Oh ja, hier da oben, da möchte ich noch nicht hin. Aus gegebenen Anlass. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier auf den Weg. Was ist das denn hier? Banditenlager. Haben wir das noch nicht ausgeräumt? Doch. Doch, mit Sicherheit. Ich würde gerne hier zu diesem Fragezeichen. Nur mal schauen. Gucken, was es da gibt. Plötze. Wo ist er? So, was haben wir denn dabei? Rohes Fleisch haben wir dabei, Trockenfisch, 4 Wasserflaschen. Ist nicht viel. Wo ist unser Pferd? Da. Da, sag mal. Und aufsitzen. Weiter so, Plätze. Weiter so. So, einmal da lang. So, das Dorf wurde ausradiert. Von diesen Geistern, oder war das die wilde Jagd? The Wild Hunt, der wilde Hund? War der das schon? Ich meine schon. Es sah auf jeden Fall danach aus. Nein, einmal rechts lang, bitte. Ist kein schönes Wetter. Kein schönes Wetter zum Reiten, ehrlich gesagt. Aber gut, was willst du machen? Ein Hexer muss tun, was er tun muss. Und zwar durch Regen reiten. Sag mal, Moment. Was ist denn hier los? Mach langsam. Ich dachte, das sah aus wie eine Quest. War es aber nicht. Es war einfach nur irgendeiner, der wieder in sein Haus gegangen ist. So. Ups. So, einmal den Weg entlang. Ich bin mal gespannt. Es gibt wieder sehr viele Fragezeichen, die wir erkunden müssen. Ja, wir müssen. Es führt keinen Weg dran vorbei, ihr wisst es doch. Ich versuche wirklich, alle Fragezeichen mitzunehmen. Monsternest. Was mache ich denn da? Ich warte. Nein, ich muss absteigen. Wie kann ich nochmal absteigen? Absteigen, ach so. Komm schon, Plätze. So, komm mal her jetzt. So, Silberschwert schon im Anschlag. So, die Ghule.
Aua. So, ein bisschen Axi. Der haut ab, ich glaub's ja wohl nicht. So, brenne. Diese Musik mag ich sehr gern. Und tschüss. Ab mit seinem Kopf. Nehmen wir alles mit. Auch von dir möchte ich alles haben. Ups. Oh, da wollte ich zuschlagen. Ich war mir unsicher, ob der noch gelebt hat. Ob der noch lebt. So, sag mal, aufnehmen. Okay. Hier ist ein Monsternest. Wir schauen uns erstmal um. Sag mal, wo gehst du eigentlich immer hin? Asche. Nehmen wir mit. Kann nicht schaden, ein die Asche. Nest. Ich muss es zerstören. So ist es. Und das werden wir tun. Und zwar hiermit. Oh, wir haben sogar was dabei. Sehr schön. Oha. Okay, aber weißt du was? Hier sind ja so... Da sind ja diese Fässer gewesen. Scheiße. Ich muss was trinken. Das war nicht so gut. Aber ich glaube, einen hat es auch zerlegt, oder? Ja. Einen hat es auch noch zerlegt. Ich muss weg. Alter. Die Fässer, mega. Okay. Monsterspeichel Ghoulblut und jetzt. Was haben wir denn da drin? Ghoulblut, Al-Ghul-Knochenmark in Monsterzahlen, ein paar Schädel und Chitinpanzer. Vielen Dank. Die werde ich gewinnbringend einsetzen, hoffe ich. Auch hier nehme ich alles mit. Wo liegt der andere? Auf der Minimap sieht man immer die X'e, das ist ganz hilfreich. So. Haben wir dann jetzt alles? Oder gab es hier noch was? Ah, guck mal hier. Ein Velen am Langschwert und Asche. Nehmen wir auch mit. Ein Rubin, der feine Herr. Verbrannt und hinterlässt einen Rubin. Ist nett. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. Gut. Oh. Das hätte ich fast übersehen. Das Wichtigste, glaube ich. Meteoriten, Silberplatte, Saftkohle, Schema, Kavalleriehandschuhe und Manuskriptseite. Nice. Gesellenwaffenreparatur. Oh, ein Waffenreparaturset. Nice, sehr gut. Bisher haben wir ja nur das Rüstungsset gehabt. Jetzt können wir auch Waffen reparieren. Das mag mir sehr gefallen. Ja, warte. Ich muss erstmal das nächste Ziel aussuchen. Wie wäre es, wenn wir mal hier reinreiten? Was ist das denn hier? Lager gibt's hier. Mal gucken. Vielleicht könnte uns das ja gefallen. Dieses Dorf dort hinten. Dorf oder Stadt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall reiten wir erstmal rein. Ich hoffe, wir werden gut aufgenommen. Ich würde gerne ein bisschen rohes Fleisch essen. Wer mag es nicht? So. Kann man hier... Oh. Nicht so schnell, Plätze. Oh, okay. Da hinten ist eine Brücke. Vielleicht kann man darüber. Von hier sieht das nicht ganz so sicher aus. So, neue Markierung. Krähenfels. Halt! Wie halt? Weiter. Quest aktualisiert. Blutiger Baron. Okay. Aber hier ist nicht der blutige Baron, oder? Verriegelte Türen stand da, hat er gesagt. Moment, was ist das? Finde den Baron, oh, der ist hier. Huch, wollte ich gar nicht, aber jetzt sind wir halt schon hier.
Er hat die Männer des Barons abgeschlachtet. Halt! Hey, beruhigt euch, Freunde. Ich will euch nichts Böses. Also noch nicht. So, ich will einfach nur zum Anschlagbrett, ehrlich gesagt. Darf ich hier mal durch? Entschuldigung. Ich glaube, wir müssen weiter hoch, ne? Ja. Mann des Barons. Ich will gar nicht kämpfen. Na gut. Brenne. Aua. Oh, tschüss. Freunde, ich will euch doch nichts Böses. Ich nehme nur die Kronen mit, den Rest brauche ich nicht. So, einmal aufsitzen. Plötze, bleib stehen. Hü. Hü hot. Hier geht's aber auch nicht hoch. Wo geht's denn hier hoch? Was ist denn das hier? Dann komplett außenrum. Nicht so schnell, Plötze. Okay, da geht's gar nicht weiter. Lauf, Plötze. Langsamer. Vielleicht von der Seite. Okay, wir sind hier nicht gern gesehen. Habe ich gemerkt, aber... Das ist mir gerade egal. Ich will doch nur zu eurem Anschlagbrett, Mann. Ich weiß nicht, wie es hochgeht. Ich guck mal gerade auf der Weltkarte im Moment. Vielleicht kommt man aber noch gar nicht hoch. Kann ja auch sein. Ups. Das wollte ich gar nicht. Aber wir haben schon maximal reingezoomt. Okay, wir könnten... Ja, wir müssen an diesem Tor vorbei. Wir müssen an diesem Tor vorbei und dann können wir dahin. Vielleicht kommt man ja am Tor vorbei und ich habe es nur nicht hinbekommen. Wir versuchen es nochmal. Noch einmal zum Tor, bitte. Oder ich muss absteigen. Vielleicht komme ich ja mit Pferd nicht rein. Oh, Tatsache. Gibt's ja nicht. Was? Alter Norweger, ich will euch doch nichts Böses, Freunde. So. Neue Markierung, Anschlagbrett. Ja, da möchte ich hin. Halt! Wer ist da? Der Hexer ist da. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Durchsuche das Dorf um einen... Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Okay. Interesting. Durchsuche das Dorf, um einen anderen Weg hineinzufinden. Ich durchsuche das Dorf. Abgeschlossen. Verschlossen, okay. Die haben abgeschlossen, die sind schlau. Ich hätte den nicht beklaut. Hallo, die haben ja eh nix. Ich hätte die 100 Pro beklaut. So, was haben wir denn hier Schönes? Alkoholset. Alkohol testen, Knüll auf jeden Fall. Und wir machen die Kerzen aus. Nein, machen wir wieder an. Der kann ja nichts dafür. So, was ist hier mit der Tür? Ist abgeschlossen. Die haben alle abgeschlossen. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Sprich mit dem alten Mann. Alter Mann. Wie sieht's aus? Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Mach's gut. Nee, kennst du die Gegend? Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Ist aber gut gehalten. Bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja,
Aber nur wenige kennen ihn. Aber du? Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Ich lass mich nicht verarschen. Warum hilfst du mir? Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Okay, verstehe. Aber dem Wirt haben wir ja nichts getan, ne? Ja gut, 15 zahle ich. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Mhm. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Sollte zu finden sein, zweimal rechts, oder? Okay, erkunde die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde. Ja. Ich guck mal gerade, wie weit das jetzt ist. Dürfte ja nicht so weit sein, ne? Ja, guck mal. Ja. Ja, dann machen wir das gerade. Das interessiert mich jetzt. Plötze, komm. Wir suchen nach einem Durchgang. Auch wenn das jetzt die Hauptquest ist, aber... Hey, was soll's. Dann machen wir das jetzt eben. Warum bleibst du immer hier stehen auf dieser Brücke? So ist gut. So. Hey, Moment, war das nicht hier? Jetzt bringt er mich ja doch woanders hin. Ah, hier. Okay. Erkunde die Gegend. Ja. Dann reiten wir einmal dorthin. Auf Plötze. Auf. Mal sehen. Wahrscheinlich müssen wir durchs Wasser springen und dann unter Wasser weiter suchen. Würde Sinn machen. Was ist das denn hier eigentlich? Das sieht aber auch aus wie so ein Schrein oder sowas ähnliches. Aber hier gibt's nichts zu finden. Hier gibt es nichts zu finden. Nö. Plötze, entschuldige die Warterei. Wir reiten weiter. Oh. Tja. Das ist ja ein Traum, hier lang zu reiten, die wunderschönen Aussichten hier zu genießen. Also es ist wirklich sehr schön, aber diese ganzen gehängten... Langsamer. Okay, da hinten sieht es nach Schrein aus. Schreist nur so rum, Mann. Steig ab. So. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Okay. Dann durchsuchen wir mal alles. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Vielleicht helfen ja unsere Hexersinne weiter. Was? Ich muss wohl schwimmen. Da ist es? Woher hast du das jetzt gesehen? Ach, da hinten. Okay, rein mit uns. Dann schwimmen wir da gerade rüber. Und tauchen. Recht dunkel hier wieder alles. Ist hier irgendwas unter... Da blinkt doch irgendwas unter Wasser. Was ist das?
Hier war doch irgendwas. Hm. Vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Wir gehen erstmal hier weiter. Oder schwimmen weiter. Es ist super düster hier gerade. Nein, nicht tauchen. Hoch. So. Ich sehe selber kaum was. Wenn ich doch kaum was sehe. Wieso? Wieso mache ich das dann nicht hier? Das macht doch mehr Sinn. Okay. Ah, gut, dass er die Fackel immer wieder automatisch anmacht. So. Was? Wasserwein. Alter! Ich glaub's aber nicht. Was ist denn ein Wasserweib? Ich sehe nichts wegen dir. Schlag zu. Warum schlägt er nicht zu? So. Ich muss aufpassen, nicht, dass wir plötzlich hier tot sind. Ja, eine wunderschöne Pose hast du da eingenommen. Herzogswasser, Giftextrakt und Wasserweibzahn. Nehmen wir alles mit. Alter. So, was ich mir gerade anschauen möchte ist, ob wir noch irgendwas Verzehrbares da haben. Haben wir. Würde ich gerne für den Essig da hier reinsetzen. Ansonsten, ja, es ist nicht mehr so viel, ne? Trockenfisch haben wir noch. Ja, macht ja keinen Unterschied. Dann esse ich hier gerade den Knödel. Oh, Essig haben wir auch wieder drin. Knödel bringt wenigstens ein bisschen was, glaube ich, ne? Naja, geht so. Sevantpilze, vielen Dank. Oh, Moment. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Wo gehst du denn hin, Geralt? Man bleibt doch einfach stehen. So, Smaragd und nur ein makelloser Amethyst. Nice. Ich frage mich, was man damit machen kann. Kann man die einfach verkaufen, die Sachen? Oder kann man die irgendwie einsetzen in Gegenstände oder so? Sevantpilze nehme ich auch mit. Und ein kleiner Dasbock-Runenstein. Vielen Dank. So. Ja, das war das Wasserweib. ganz interessanter Gegner. Oder Gegnerin, Entschuldigung. Hier ist noch eine Kiste mit Leder. Eine kleine Triglav-Runenstein. Kavallerierose und verbessertes Insektoidenöl. Alkoholtest, Wasserflasche. Ein überlegener Sattel. Ein überlegener Sattel? Ist der besser als unser jetziger, ne? Das muss ich mal gerade schauen. 30 Ausdauer, 20 Ausdauer. Ein Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Da hat mehr Ausdauer. Ja, geil. Das wird ausgerüstet. Schön. Richtig nice. Vielen, vielen Dank, liebe Kiste. Gut, dass wir die gefunden haben. Ich glaube, wir müssen wieder ins Wasser, ne? Ich glaube, wir müssen wieder ins Wasser. Spring mal rein. Ja, es ist dunkel, aber... Oh, Moment. Was haben wir denn hier unten? Eine Faser, Amethyststaub, Devener Runenstein, Triglav Runenstein und Fährtenleserhose. Ausgerissene Seite, Helfer absucht. Nehmen wir alles mit. Da war noch was. Irgendwo war noch was. Ah, guck mal. Zwei Lederstücke, Harzfaser, Rubedo-Rezept. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme es mit. Licht, ich bin fast da. Was? Licht? Wo ist denn hier Licht? Ach, da lang? Muss ich hier lang? Ich bin ein bisschen verwirrt.
Hoch mit dir. Wir sind noch genau an derselben Stelle wieder. Oder müssen wir da hinten raus? Moment, Moment. Na super. Shit. Wir kamen von dort. Aber wir sind jetzt einmal nur im Kreis. Was soll es denn hier unten geben? Kann man doch da lang? Ne, von da kamen wir. Das ist ja... Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht, Freunde. Es ist auch etwas schlecht beschrieben auf der Minimap. Also auf der Minimap sagt er mir... Hier, direkt vor mir. Ach, wir müssen hoch. Oder was? Wahrscheinlich müssen wir hoch, ne? Das sieht... da oben. Ach, guck mal. Da ist der Brunnen. Wir sind jetzt unter dem Brunnen. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Erklettere den Brunnenschacht, um einen Weg in die Burg zu finden. Wie kann ich jetzt hier klettern? Wie geht das? Hä? Ich muss hier hoch, ne? Wahrscheinlich. Ich dachte, ich muss da am Wasser hoch, aber ich glaube eher, dass ich hier hoch muss, ne? Das macht auch ein bisschen mehr Sinn, okay. So. Ah, hier gibt es auch eine Kiste und einen Sack. Öl, Eisenbahn und Lederstücke, vielen Dank. Ein paar Pilze nehme ich noch mit. Hasenfell, ja, wir machen uns eine schöne Pilzsuppe, wenn wir zu Hause sind. Oder wenn wir überhaupt mal irgendwo kochen können, an der Kochstelle. So, hier gibt es eine Leiter. Neue Markierung Eingang, na geht doch. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.